Ja, auch von meiner Seite einen herzlichen guten Abend. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Ich spreche euch gleich mit du an, weil es einfach viel persönlicher ist und weil ich viele von euch schon kenne. So, da blätter ich jetzt gleich um bei unserem Flipchart. Und zwar seht ihr da die mentalen Techniken, die ich euch heute vorstellen werde. Ich bitte euch selber mitzuschreiben, einfach aus dem Grund, weil es kein Handout gibt und wer mag, kann dann gerne das Flipchart abfotografieren, damit man sich einfach das mit Symbolen noch merken kann. Oder man kann auch da die Tafel dann abfotografieren, wo die mentalen Techniken mit dem Namen benannt werden und mit Magneten dargestellt werden. Ja, es freut mich sehr, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid zu meiner mentalen Notfallskiste. Warum habe ich mich entschieden, so einen Vortrag in Zeiten wie diesen zu machen? Einfach aus dem Grund, dass, weil es für uns alle eine besonders herausfordernde Zeit ist und man braucht Werkzeuge, wirkungsvolle Werkzeuge und Methoden, die uns optimistisch halten und positiv bestärken. Ich möchte nur kurz sagen, wenn es euch kalt ist, bitte macht gerne das Fenster zu. Gell? Oder wenn euch die Autos stören. Mein Name ist Michelle Kager. Wie die Bettina mich bereits vorgestellt hat, ich bin eben Kindergartenpädagogin, Evolutionspädagogin, Lernberaterin und Mentaltrainerin. Und warum ich mich jetzt zum Mentaltraining entschieden habe, ist ganz einfach der Grund, weil es mir irrsinnigen Spaß macht, Menschen zu helfen, ein positiveres Leben zu leben und ihnen wirklich Methoden mitzugeben, wie sie sich selbst helfen und ausbalancieren können. Mentaltraining nach Depperwein habe ich deswegen gewählt, weil der Kurt Depperwein der Urheber des Mentaltrainings ist, also das ist quasi der Gründer, der durch seinen Lebensweg und seine Erfahrungen alles zusammenkomprimiert hat und auf eine Gebrauchsanweisung zum Leben verschriftlicht hat und das ist eben das Mentaltraining. Wer sich ein bisschen inspirieren lassen möchte, kann gerne auf YouTube in Kurt Depperwein einmal suchen. Der hat ganz viele so Audio-Tapes, die man sich im Laufe des Tages einmal anhören kann. Was ist jetzt Mentaltraining? Mentaltraining besteht aus zwei Wörtern. Erstens einmal mental, das heißt im Kopf, im Verstand, mit unseren Gedanken spielen lernen. Und Training heißt immer wieder wiederholen, verinnerlichen, vertiefen und einfach abspeichern in unseren Programmen, die wir alle haben. Kurz zum Tagesablauf heute, beziehungsweise Abendablauf heute. Also zuerst werde ich ein bisschen über Gedanken sprechen und dann kommen wir auch schon zu den mentalen Techniken, die ich euch vorstellen werde. Da habe ich mich so orientiert, dass ich wirklich eine ganz breite Range ausgewählt habe, wo sich wirklich jeder Techniken mitnehmen kann. Ja. Was ist jetzt ein Gedanke? Wir alle kennen einen Gedanken, weil wir alle denken. Und wir alle denken sehr viel, wir denken nämlich ständig, also 24/7 kann man eigentlich sagen. Wir Menschen denken 30.000 bis 50.000 Gedanken am Tag. Und ihr müsst euch vorstellen, 5% dieser Gedanken sind bewusst und 95% dieser Gedanken sind unbewusst. Und das ist echt sehr, sehr viel. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir unsere Gedanken steuern lernen und mit unseren Gedanken spielen lernen, weil jeder Gedanke, den wir denken, der verwirklicht sich. Also kein Gedanke geht verloren und alles, was wir aussenden, das kommt zu uns zurück, wie ein Bumerang. Da gibt es eine tolle Geschichte, die ich euch kurz erzählen möchte. Und zwar ist da in einem Tempel irgendwo in Indien ein Hund in den Saal der 1000 Spiegel gegangen und der war ein bisschen ängstlich und hat gleich einmal den Spiegel angebellt. Und die 1000 Spiegel haben natürlich zurückgebellt und dann ist der Hund immer wütender geworden und die 1000 Spiegel sind auch wütender geworden. Und dann irgendwann ist der Hund ängstlich davongelaufen und hat die Einstellung zum Leben gehabt, alle Hunde sind gefährlich. Und eines Tages ist ein anderer Hund mit einer anderen Mentalität in diesen Saal der 1000 Spiegel hineingegangen und dieser Hund hat sich gedacht, oh, der schaut aber nett aus und hat ihn freundlich angewedelt und hat quasi ein Hundelächeln aufgesetzt. Und die 1000 Hunde in den Spiegeln haben natürlich zurückgelächelt. Und das symbolisiert einfach, dass jeder Gedanke, den wir aussenden,
ist in unserer Ausstrahlung und das, was wir aussenden, das bekommen wir auch zurück. Ja, und wie wir uns eben ausrichten, das bestimmt unser Leben. Das heißt, dass jetzt an Gedanken kann man sich vorstellen wie ein Samenkorn. Samenkorn von einem Baum zum Beispiel. Und unser Leben, das kann man sich jetzt vorstellen wie das Feld, was der Bauer halt bepflegt. Also wir sind quasi der Bauer und unser Leben ist der Acker. Und jeder Gedanke ist ein Samenkorn. Und wir pflanzen mit jedem Gedanken diesen Samen in die Erde. Und das sind die Ursachen für unsere Lebensumstände. Also die Lebensumstände sind quasi die Wirkung, die wir in unser Leben holen. Das heißt, der Gedanke ist das Samenkorn und was dann passiert, sind die Lebensumstände, ist dann quasi der Baum. Und wir entscheiden jetzt das selbst, ob wir zum Beispiel einen positiven Gedanken einpflanzen in unseren Acker des Lebens oder einen negativen Gedanken einpflanzen in unseren Acker des Lebens. Und jeder Baum, den wir da pflanzen, können wir begießen und pflegen und hegen oder wir können ihn, wenn wir ihn nicht mehr brauchen, auch umschneiden. Und dazu brauchen wir dann unsere mentalen Techniken und Methoden. Ich möchte auch noch kurz ansprechen, dass alles, was existiert, also alles, was wir sehen und wahrnehmen können, ist ein Gedanke. Weil jede in Form gebrachte Energie muss zuvor gedacht werden. Zum Beispiel, wenn wir jetzt den Kugelschreiber hernehmen, der ist nicht vom Himmel geflogen, sondern den hat irgendjemand auch irgendwann einmal denken müssen, die Idee haben müssen und dann umsetzen müssen. Da gibt es ein ganz tolles Buch, da könnt ihr nachher dann durchschmökern. Das heißt, was macht man mit einer Idee? Die Gedanken sind auch diejenigen Ursachen, die uns im Leben Grenzen setzen. Dazu möchte ich euch gleich zu einer kleinen Übung einladen. Die funktioniert so, bitte einmal alle aufstehen. Jetzt strecken wir einen Daumen nach vorne. Und kurz noch als Information, wir können alles erreichen, was wir denken und glauben können. Also seid überzeugt, dass das jetzt funktioniert und glaubt dran und fährt mit euren Fingern so weit zurück, wie es geht. Gut, und dann fahren wir wieder nach vorne. So, Gedanken setzen uns Grenzen im Leben und wir überschreiten diese Grenzen jetzt. Und zwar treffen wir jetzt die klare Entscheidung, dass unser Finger 10 cm weiter zurückfährt. Und wir machen es erneut. Und ihr würdet sehen, es funktioniert. Das ist Mentaltraining. Dürft ihr hier hinsetzen. Und Gedanken, also ich habe ja vorher kurz schon angesprochen, positives, negatives Denken. Und ich möchte dazu sagen, positives Denken ist nicht, dass man alles schönredet und alles Negative verleugnet, sondern positives Denken ist in jeder Situation im Leben irgendeinen positiven Hintergrund zu finden und alles einmal anzunehmen. Und positives Denken kann man lernen. Dazu möchte ich euch kurz ein Zitat sagen, und zwar, der Negative sieht in jeder Möglichkeit eine Schwierigkeit. Und der Positive sieht in jeder Schwierigkeit eine Möglichkeit. So, jetzt kommen wir zu den mentalen Techniken, die ihr jetzt gerne mitnotieren dürft. Ich habe sie so ausgewählt, also es sind wirklich sehr viele und ihr könnt euch gerne alle mitnotieren oder ihr notiert euch diese mit, die für euch am stimmigsten sind. Ich habe sie eben so ausgewählt, dass es sowohl für Mann, für Frau, für Jung, für Alt, als auch für sehr bewusste Menschen und auch für sogenannte Newcomer im Mentaltraining irgendetwas für jeden dabei ist. Und da sehen jetzt ganz wichtige Schlagwörter auf meiner Präsentationsfolie, und zwar Training. Das heißt, ihr müsst diese mentalen Methoden wirklich ganz gut verinnerlichen, weil ihr könnt euch das vorstellen, ihr habt jetzt ewig lang euer Leben so gelebt, wie ihr es jetzt erlebt. Und wenn ihr aber was verändern wollt, dann müsst ihr auch etwas dafür tun. Dann steht OM individuell. Das heißt, für jeden passt was anderes. Für den einen passt das Gedankenstopp und für den anderen passt das Vorauserleben, für den dritten passt die Morgenschau und für irgendjemand anders passt die Gedankenhygiene. Es gibt so viele und ich habe wirklich die Schatzkiste deswegen mitgenommen, damit sich echt jeder was davon mitnehmen kann. Jetzt habe ich gerade gesprochen vom Leben verändern.
Da möchte ich euch kurz was veranschaulichen. Und zwar seht ihr da einen Maßstab, sponsert bei Mömax. Und zwar möchte ich euch da einfach verbildlichen, das ist jetzt eine Hausübung, wer sie machen möchte. Und zwar könnt ihr zu Hause einen Maßstab, einen ganz normalen hernehmen oder einen Zahlstab, je nachdem, was ihr halt habt. Und dann sucht ihr euch euer aktuelles Alter mal aus und gebt den Finger drauf. So, und jetzt da sucht ihr euch mit dem anderen Finger das Alter aus, wie alt ihr euch vorstellen könnt zu werden. Wie alt ihr euch vorstellen könnt zu werden. Und jetzt schaut, wie viel Zeit habe ich zum Beispiel noch zum Leben? Ewig. Also ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, das Leben zu verändern und das Leben lebenswert zu machen. Und auch bei jemandem, der zum Beispiel, sagen wir jetzt einmal, 50 ist, hat noch immer ewig Zeit. Auch bei jemandem, der 75 ist, hat noch immer ewig Zeit zum Leben. Also verändert euer Leben so, dass es für euch lebenswert ist. Mentaltraining kann man auch vergleichen mit Autofahren lernen. Wenn wir ins Auto einsteigen und zum allerersten Mal da jetzt Gas geben müssen und bremsen müssen und Kupplung treten müssen, dann wissen wir ganz genau, auf welcher Seite das Gas, auf welcher Seite die Kupplung ist. Aber so wie wir jetzt ewig lang schon Auto fahren, haben wir auf die Schnelle keine Ahnung, wo das Pedal jetzt ist für das Richtige, weil es automatisiert ist, weil es einfach schon so verinnerlicht ist, dass wir gar nicht drüber nachdenken müssen. Und es funktioniert wirklich und jede einzelne Technik kann so gut verinnerlicht werden, wenn wir es uns bewusst eintrainieren, dass wir automatisiert unser Leben positiv ausrichten. Und positiv ausrichten ist auch ganz ein wichtiges Wort. Und zwar zielt jede Technik ab, die ich euch heute erkläre, auf die positive Lebensausrichtung und auf das, dass immer Liebe und Dankbarkeit in unser Leben fließt. Weil das sind nämlich ganz wichtige Lebensutensilien für uns Menschen. Kommen wir gleich zu unserer ersten mentalen Technik, die ich euch heute vorstellen möchte. Das ist für mich eine sehr prägende Technik gewesen und die habe ich wirklich sehr, sehr oft angewendet. Das ist das Gedankenstopp. Und das Gedankenstopp hat den Hintergrund, wenn in unserem Kopf ein Gedankenkarussell entsteht, dann kann man das einfach abstoppen und sagen, stopp, was denke ich gerade? Will ich das denken oder will ich es nicht in mein Leben haben? Weil wir wissen jetzt schon, dass jeder Gedanke in unser Leben gezogen wird. Das heißt, am Beispiel, als ich noch in Graz gearbeitet habe, da habe ich eine Auseinandersetzung mit meiner Chefin damals gehabt und das hat mich sehr getroffen und in meinem Kopf ist das Gedankenkarussell entstanden, oh, mag sie mich jetzt nicht mehr, warum sagt sie das zu mir, hat sie Probleme mit sich selber, was habe ich falsch gemacht, was denkt jetzt mein Arbeitskollegen, was denken jetzt die Kinder, da. Das Gedankenkarussell ist in meinen Kopf gegangen und da wendet man dann die mentale Methode Gedankenstopp an und sagt, stopp, was denke ich gerade? Weil nur mit dem Stopp, was denke ich gerade, erkennen wir, okay, ich denke irgendwas, was ich jetzt eigentlich gar nicht denken möchte. Und dadurch holen wir das in unser Bewusstsein und die Gedanken sind weg. Und falls sie wiederkommen, dann sagen wir wieder, stopp, was denke ich gerade? Will ich nicht denken, ich fokussiere mich auf etwas anderes. Wie ich vorher bereits erwähnt habe, ist Mentaltraining Training und Üben. Und da möchte ich euch den Tipp geben, im Alltag das so einzubauen, dass ihr zum Beispiel jedes Mal, wenn ihr ein Glas Wasser trinkt, sagt, stopp, was denke ich gerade? Weil wie wir auch bereits wissen, denken wir ständig. Also irgendwo ist immer ein Gedanke. Und deswegen, jedes Mal, wenn ihr ein Glas Wasser trinkt, stopp, was denke ich gerade? Beobachten, was man gerade so denkt. Oder jedes Mal, wenn ihr in die Dusche geht, stopp, was denke ich gerade? Jedes Mal, wenn ihr die Autotür aufmacht, stopp, was denke ich gerade? Setzt euch einfach bewusste Punkte in eurem Lebensalltag, wo ihr das Gedankenstopp einbaut. So, jetzt hängen wir die erste Technik ans Flipchart. Und kommen zur zweiten. Jetzt möchte ich euch eine Frage stellen und ich möchte, dass jeder von euch wirklich das, was er als erstes gesehen hat,
Bei dieser Antwort hebt ihr die Hand. Okay? Also einmal aufzeigen, zwei mögliche Antworten gibt es. Wer hat als allererstes die schwarzen Wolken gesehen? Und wer hat als allererstes den Stern gesehen? Oh, so viele positive Menschen, das ist aber toll, das freut mich sehr. Das veranschaulicht uns einfach, dass in jeder Situation, egal wie schlimm sie ist, irgendwo ist immer ein Stern, der leuchten kann. Es kann zum Beispiel nur die Sonne sein, die in der Früh aufgeht. Es kann zum Beispiel sein, eine Blume, die wunderschön ist. Oder irgendein Lächeln von einem lieben Menschen, das uns ganz toll inspiriert. Also in jeder negativen Situation ist irgendwo immer etwas Positives. Und da möchte ich euch noch dazu sagen, das, was wir verstärken, also da, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinrichten, das verstärken wir. Und wenn wir jetzt unsere Aufmerksamkeit auf die schwarzen Wolken richten, dann werden die schwarzen Wolken immer mehr und mehr und mehr. Und wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf den Stern richten, dann wird der Stern immer stärker, weil er kriegt ja Energie von uns. Da gibt es eine ganz tolle Geschichte von einem Indianer, der am Lagerfeuer gesessen ist mit seinem Enkelsohn. Und dann haben sie über das Leben philosophiert und der Indianer hat gesagt, seit ewiger Zeit kämpfen zwei Wölfe in meiner Brust. Der eine Wolf, der ist voller Hass und voller Zorn und richtig böse. Und der andere Wolf, der ist voller Liebe und voller Freude und voller Dankbarkeit. Und der Enkelsohn hat gesagt, und welcher Wolf gewinnt jetzt? Und der Opa hat gesagt, den, den du fütterst. Sind wir schon bei unserer dritten mentalen Technik angekommen, das ist die Bedeutungsgebung. Das ist auch eine ganz wichtige Methode, die wir wirklich immer wieder in unserem Tagesablauf einbauen können. Und sie symbolisiert einfach, dass jede Situation so ist, wie sie ist. Aber sie wird, was wir daraus machen. Die Situation wird immer das, was wir ihr an Bedeutung geben. Das heißt, die Situation ist, wie sie ist. Und ich kann jetzt die Bedeutung geben, ja, ich habe einen Kummer, ich mache mir Sorgen, ich bin traurig. Oder ich kann die Bedeutung geben, ich bin dankbar, ich freue mich und ich vertraue. Also wir füllen jede Situation mit einer Emotion. Und das entscheiden nur wir selbst. Zum Beispiel, wenn wir jetzt an einen Kindergartenstart denken, gibt es eine Mama, die das Kind in den Kindergarten jetzt zum allerersten Mal bringt und die Situation ist, wie sie ist, weil das Kind geht in den Kindergarten. Und eine Mama gibt die Bedeutung von der negativen Emotion und sagt, Maria wird alles gut gern, findet Freunde und hoffentlich ist er selbstständig und mag er vielleicht die Leid. Und die andere Mama gibt die Bedeutung, ah, es wird schon alles passen, ihm geht super. Und mit welcher Situation geht es euch besser? Mit der negativen Energie, mit den negativen Emotionen oder mit den positiven Situationen, weil die Situation ist, wie sie ist. Man kann das auch zum Beispiel vergleichen für Menschen, die schon ältere Kinder haben, wenn die Mama zum Beispiel schon im Bett liegt und das 18-jährige Kind geht fort und die Mama macht sich lauter Sorgen und Kummer und Maria wird alles gut gehen, weil es kann ja so viel passieren. Ja, die Situation ist, wie sie ist. Das Kind ist jetzt einmal in der Disco. Und wenn ihr dem Kind lauter Sorgen und lauter Kummer und lauter Trauer und negative Emotionen schickt quasi, dann wird euch das nicht beruhigen. Aber wenn ihr darauf vertraut, es wird alles gut gehen, sie oder er wird heil heimkommen, dann wird es euch sicher besser gehen. Also die Situation ist, wie sie ist und wir selbst entscheiden, welche Bedeutung wir ihr geben. Nun kommen wir zu meinen beiden Atemtechniken, die ich euch heute vorstelle. Atmen ist etwas ganz, ganz Wichtiges, aber leider vergessen wir Menschen oft, unserem Atem nicht keine Aufmerksamkeit zu schenken und unseren Atem nicht zu beobachten. Deswegen
machen wir jetzt da zwei Atemtechniken, wo wir einfach lernen, wie wir unseren Atem bewusst wahrnehmen können. Weil das ist eigentlich lebensnotwendig, dass wir unseren Atem bewusst steuern. Die eine Atemtechnik, das ist die Kraftatmung. Das heißt 4 Sekunden einatmen, 11 Sekunden ausatmen. Und das probieren wir jetzt einmal gleich alle. Bitte macht es euch kurz bequem, setzt euch hin, so wie es für euch stimmig ist und passt. Und dann atmen wir alle gemeinsam ein. 1, 2, 3, 4. Und wir atmen aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, und wer hat jetzt die 11 Sekunden geschafft zum Ausatmen? Oh, so viele. Das ist aber toll. Weil dann habt ihr schon eine super Atemtechnik parat. Das freut mich sehr. Aber oftmals ist es einfach so, dass wir so oft vergessen, bewusst zu atmen, dass wir keine 11 Sekunden beim Ausatmen schaffen. Und jetzt da können wir für alle, die es nicht geschafft haben, tun wir wieder Grenzüberschreitung machen, so wie beim Daumen. Und jetzt da treffen wir die klare Entscheidung, jetzt atme ich 2 Sekunden länger aus als gerade zuvor. Und wir atmen wieder ein. 1, 2, 3, 4 und aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gut, also haben wir die Grenzen wieder überschritten und geschaut, was unsere Gedanken in uns verursachen. Ja, jetzt kommen wir zur zweiten Atemtechnik. Das ist das Einatmen, Ausatmen und auf den Nullpunkt bzw. auf den Wendepunkt konzentrieren. Das funktioniert so, also wir werden jetzt beim Einatmen unseren Atem quasi beobachten. Das heißt, wir werden schauen, wo geht mein Atem hin, wenn ich einatme. Bei manchen Menschen geht er in den ganzen Körper, bei manchen Menschen geht er in den Kopf, bei manchen Menschen geht er ins Herz, bei manchen Menschen geht er in die Füße oder im Bauch. Je nachdem, wo euer Atem gerade hingeht, dort könnt ihr ihn spüren und beobachten. Und beim Ausatmen das Gleiche, wo geht unser Atem hin, wenn wir ausatmen? Das probieren wir jetzt gleich wieder mal. Wir atmen ein und beobachten, wo unser Atem hingeht und wir atmen wieder aus. Beobachten, wie unser Atem hingeht. Und mit diesen Techniken kann man einfach quasi am Tag einmal durchatmen. Also wenn man das Gefühl hat, dann macht man Atemtechnik, weil dann braucht unser Körper wohl wieder ein bisschen an frischen Sauerstoff. Und wenn man eine andere mentale Methode da gleich kombinieren möchte, so, also zum Energietanken, dann kann man es auch so machen, dass man sich vorstellt, dass man beim Einatmen alle guten Energien und alles Gute einatmet, zum Beispiel Freude, Liebe, Dankbarkeit, und beim Ausatmen alles Negative ausatmen, zum Beispiel Sorgen, Trauer, Kummer, alles, was uns belastet.